Nein, meine Fresse, ey. Dass ich jetzt auch sowas beachten muss. Ja, die Wüste ist nicht meins. Wieso? Warte, was? Der hat überlebt? Okay, da kommt jetzt sowieso nicht Zert hier hin. Gut, und du heilst dich jetzt. Vielleicht, warte, kannst einen Schritt nach vorne gehen und dann heilen. Ich skippe einfach mal. Jeder hat überlebt. Das ist genau das, was ich hören will. Und die hier oben. Das wird jetzt eine Katastrophe. Die beiden schaffen das. Ich weiß nur nicht, ob er hier mit 25 Schaden. Doch, das müsste er schaffen. Hier, guck mal, ich teleportiere dich jetzt. Hierhin. Krieg's hin, okay? Bitte. Diesen Kampf verlierst du jetzt bitte nicht. Puh. Ich will eigentlich, dass Alfred eigentlich auch mal Erfahrungspunkte bekommt, also... Mr. Silberaxt, besieg den Kerl bitte mal. Also schlage ihn einmal kurz, damit Alfred mal kurz ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen kann. Und tschüss. Nice. Gut. Du bist damit jetzt auch weg. Puh. Ja, jetzt fehlen noch die beiden. Und der alte Mann ist anscheinend tot. Nee, der ist da hingerannt. Mal schauen, ob wir ihn retten können. Ich warte mal hier. Ja, und du rennst auch mal lieber mal hier hin und heilst dich mal. Kannst du mal ihr den Stab geben? Du hast Stäbe, die ganz nützlich sind, wie zum Beispiel einfrieren. Salen, du hast noch nichts. Du bist kurz vor deinem Level-Up, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz Elfenlicht einsetzen und vielleicht reichen die 2, 3 Erfahrungspunkte schon. Oh. Danke. Bin ich okay. Bekomm dein Level-Up, bitte. Das hast du dir verdient. Jetzt ab zum Finale. Ich hätte die Map wirklich unterschätzt. Die ist schwerer, als ich dachte. Also sieht auch wirklich auch daran, weil Teddy meinte, die ist sehr, sehr leicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, auf Easy ist... Weiß nicht, ob da die Verstärkung auch herkommt. Tschüss. Ja, halt einen verloren. Was sind da 3 Stück? Ach, jetzt hört doch mal... Jetzt hört doch mal auf. Also langsam reicht das hier auch, oder? Du. Ich meine, ich finde halt auch ein bisschen unfair. Du kannst halt auch nicht damit rechnen, dass jetzt überall diese Verstärkung herkommt. Ich würde sagen, wir fliehen jetzt erstmal oder lassen sie erstmal auf uns zukommen, aber boah. Das ist ein gutes Level Up. Ja, ja, ist gut so. Die werden jetzt beide auf sie gehen, würde ich sagen. Ja, flieh. Diese Map, die macht mich sehr genervt. Vielleicht crittest du ja. Du crittest natürlich nicht. Das
überleben die eigentlich? Wie gesagt, und Etty und Co. sollten vielleicht mal darüber gehen. Let's go. Dann haben wir diesen Ort auch schon mal geschafft. Meine Fresse, ey, diese Wüste. Jetzt habe ich nur kein Heilmittel mehr für die, aber... Ich glaube, wir locken die lieber mal ein bisschen an. No problem. Ja, kommt ruhig her. Schön ist, die gehen jetzt in den Treibsand. Die Dorfbewohner sind mir so egal mittlerweile. Ja, Mann, ein Bruch. Solange ihr nicht crittet. Dünn, dünn, dünn. Ja, macht, was ihr wollt mit denen, ganz ehrlich. Mein eigenes... Wir sind Helden, okay? Wir müssen diese Opfer eingehen hier. Ich finde schön, dass wir auch wirklich ignoriert wurden. Wir warten einfach. Gut. Einundzwanziger Angriff. Was mich eher nervt. Das ist Mr. Magie-Typ. Wir warten mal ein bisschen ab. Ich komme mit den Wölfen aber echt gut voran, leider. Die machen nicht so viel Schaden. Aber die haben so eine Geschwindigkeit, dass sie doppelten Schaden machen. Mal 21. Der ist natürlich auf Dauer ein bisschen scheiße. Ach, warte mal. Ich glaube, Saiden kann gerne mal zu dem mit nach oben. Alle für einen. Ja, nee, vielleicht nicht. Mach einfach mal ein bisschen Schaden. Salem müsste eigentlich einen Angriff überleben. Oh, und tschüss. Oh ja. Ich würde sagen, abwarten und gucken, was passiert. Solange jetzt nicht noch mehr Verstärkung kommt. 13, ui. Und sie scheinen vergiftet worden zu sein. Natürlich. Der Crit. Das sind 1% Crit. Mann, wieso kriegen wir die nicht immer früher? Wir kriegen die halt immer an unnötigen Stellen. Wir halten zwar gut durch, aber wir machen halt auch keinen Schaden. Und er wird viel Schaden bekommen, so wie ich ihn kenne. Oh Mann. Nee, warte mal. Ganz kurz. Du hast den Astra-Sturm, den besetzt du bitte ein. Bevor der verschwendet wird. Gut. Ja, Etienne macht das kurz. Auf Wiedersehen. Ich glaube, die Gruppe dort, die kriegt das schon hin mit den dreien. Wir warten einfach ab. Wir heilen uns nochmal. Ich finde auch schön, dass diese Emblem-Dinger da existieren, aber ich glaube, wir werden die nicht brauchen. Fühlt.
Können 6 Schritte laufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie könnten sogar Saline angreifen. Renn einfach mal ganz nach hinten. Du bitte beschützt den mal. Du kannst auch weit weg. Mal schauen, was passiert. Meinetwegen, Alfred. Gut, jetzt haben wir die alle zusammen. Das kriegen wir schon hin. Okay, Chef, du greifst einfach an. Und Alfred könnte den Rest machen mit Langspeer. Dann ist der schon mal dead. Sie wird jetzt nicht helfen können. Aber ich habe noch zum Glück ein paar tolle andere Kämpfer. 62%ige Chance zu treffen, finde ich immer geil. Wir gehen auf 22 Leben runter, so. Wie hoch ist deine Chance zu treffen? 15? Ja, wenn alle treffen würden, dann würde es klappen. Das muss aber erstmal passieren. Komm, triff mit deinem Stahlschwert, du schaffst das. Perfekt. Immerhin etwas. Jetzt musst du mit deinen 79% noch treffen. Und jetzt noch Ivy. Ich hoffe, sie trifft mit 80% auch. Wir hatten ja schon sehr oft Fälle, wo es nicht geklappt hat. Ja, und ihr? Protektion, okay. Mein Lieblingsding. Wer kümmert sich um Protektion? Du, Yunaka? Warum nicht? Winning! Gut. Gut, ich würde ihr am liebsten das Level abgeben, deswegen Yunaka schießt einfach mit dem Bogen mal rauf. 18 Schaden sind genug. Wir sind wirklich ein bisschen an der Level, glaube ich. Wie gesagt, ich finde es auch immer so komisch. Du kriegst so viele Einheiten im Spiel und darfst aber nur 5 oder so mitnehmen, gefühlt. Also 10. Das ist ein bisschen seltsam. Beim Plan immer ein bisschen kacke. Gut, das wird doch diese eine Magier dort. Ach komm, es geht schon. Haben wir die Map zumindest gleich geschafft. Nur lang genug gedauert. Ich lasse ihn gerne noch ein bisschen näher kommen. Sie ist halt auch erst Level 13, ist sie halt auch erst. Das ist halt auch. Wir sind so underleveled. Gut, Alfred, kriegst du es hin? Er kriegt Sinn. Serves you right. Serves you right. Scheiß Wüste, ey. Puh, ey. Boah, Streck. Dann kann ich jetzt auch gleich die Aufnahmesession beenden. Jetzt gehen wir erstmal die Cutscene.
Mikaya. Ja, ich werde deine Heilung vermissen. Ich trinke mal einen Schluck. Warte, was? Oh, komm, ehrlich? Ich wusste doch nicht, dass wir sofort reden. Woher denn auch? Also ich gehe mal hier ganz hinten. Hi. Ich darf dich leider nicht mitnehmen, ich bin enttäuscht. Ich nehme gerne Stahlbaren plus 4. Also wenn ich schon dabei gewesen wäre, ey. Boah, ich hätte es gerissen. Musste ich so auf den Zeitstein benutzen, ich weiß. Ja, das ist ein Kamel, das darf ich leider nicht mitnehmen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Gewürze. Hier ist doch irgendwas. Eisenbahn plus 20. Das Spiel will, dass wir. Ich glaube, das Spiel will, dass wir schmieden. Well. Seid vorsichtig, wenn ihr eure Runde dreht, Göttlicher. Reisen der Wüste sind natürlich gefährlich. Ja. Sind sehr gefährlich. Ich weiß, danke. Ach, was für ein schrecklicher Ort, um zu kämpfen. Viel zu viel Sonne und viel zu wenig Deckung. Ja, ich fand's auch gerade nicht so angenehm. Right. Ich habe mich recht wacker geschlagen. Woran es wohl nahe kam? Meinen Muskeln natürlich. Du bist langsam zu schwach. Ich würde sagen, ich habe einen guten Beitrag geleistet, bla bla. Die gute Frau hier hat alles verloren. Wie schön, dass hier wieder Frieden herrscht. Bitte heilt hier mit eure Wunden. Ja, wir hätten noch mehr bekommen können, aber ich war zu unfähig. Selbst gewöhnlicher Sand kann dort wertvoll sein, wo es keinen gibt, mein Brodia, Mann. Endlich habe ich ein gutes Gefühl. Ich muss meinem Ruf als Brodianerin gerecht werden. Ja, Mann, muss ich. Den Sieg haben wir allein euch zu verdanken, Göttlicher. Ihr könnt darauf wetten, dass ich ein Dankgebet sprechen werde. Dankeschön. Ich versuche stets stärker zu werden, bla bla. Thanks. Danke, dass ihr uns geholfen habt, diese Monster zu besiegen. Ohne euch hätten wir das keinesfalls geschafft. Ja, ich hab's gemerkt, du bist nämlich nicht sehr gut. Es kommt äußerst selten vor, dass ich so erschöpft bin. Ich bin es nicht gewohnt, solch stark im Sonnenlicht ausgesetzt zu sein. Ich merk's. Ich sollte stolz sein, nachdem ich so viele Gegner besiegt habe. Wir sind nicht weit von meiner Heimat entfernt, doch ich weiß, dass ich nicht dorthin zurückkehren kann. Schon hart, ist schon hart, ich weiß. Please. Wenn es eure Pläne erlauben, würde ich gerne wieder an der Front kämpfen. Ich werde mich als nützlich aber. Nö. Du bist zu schwach mittlerweile. Right. Wir sollten weiterziehen. Wenn wir zu lange bleiben, nehmen uns die Wächter womöglich noch eine weitere Mission mit. Das stimmt. Right. Diese Hitze ist nichts für mich, aber ich werde jetzt nicht schwächeln. Ich habe das Gefühl, bald wird etwas Interessantes passieren. Finde ich gut. Thank you. Danke, dass ihr den Wächtern geholfen habt. Und nun lasst uns gemeinsam unseren Sieg genießen. Ja. Gebe zum Somniel. Ertragen noch eine Cutscene. Oder gibt's eine Aufnahmesession, Pause? Wir sind viel zu underlevelt. Nice going. You really showed them what the Divine Dragon can do. Now, to Soul Palace. Stay close. I'd hate for you to split off and get lost. Again. Thanks, Fogato. This ought to be interesting. It's been years since I visited the palace. Years? I thought Solm and Firinay had a good relationship. Our countries are allies, sure, but that doesn't mean our families are close-knit. In fact, out of Solm's whole royal family, my mother and I have only met Queen Sephoria. What? No one else? Oh, was könnte das nur bedeuten? Nope. Not the royal consort, not the crown princess, and not her brother the prince. That's strange. I never met them either. Same thing happened to you, huh? I may have forgotten the way to the palace, but I remember well what happened there. It was a strange scene. The queen received us alone, with no one attending her. When we asked to meet the princess and prince, she told us they weren't there. She told us the exact same thing! I asked when they'd be back, and she said, no idea. It didn't make sense. If you're royalty, you can't leave your castle whenever ja, wer könnte es nur sein? She was hiding them from us. But why? Were they sick or shy? Shy. That would surprise me. Everyone we've met here has been so friendly. The queen is too. There are just some things about the royal family that don't add up. Let's be on guard, all right? Got it.
Schloss sieht aus wie das andere Schloss von Frimene. Now all that's left is asking those guards to open the gate. Thanks for leading the way, Fogato. I don't know how we'd have gotten here without you. Of course. Just another day in the life of a sentinel. I'll be sure to commend you to the queen. Anyway, now we'd better be on our way. Huh? Fogato, what are you doing? Talking to the guards. What else? Does he have a meeting with the queen as well? Er ist der Prinz. Ich meine, Entschuldigung, was? Some kind of sentinel business. Fogato, wait for us. Oh. Hey, I'm home. Home. Welcome back, Prince Fogato. Oh mein Gott, was? I'll open the gate. Oh mein Gott, welches Gate? Yes, let the gate be open. Welches Gate? Prince. Did that guard say Prince? Unless we misheard him. In exactly the same way. Yeah. Thanks for waiting, folks. Fogato, we're a little confused. Are you the Prince of Solm? Did I not mention that? No, you didn't. Whoops, egg meat face. Right, let me do this properly. I'm Fogato, Captain of the Sentinels, and the Prince of Solm. Welcome to my family's palace. Come on in. You wanted to meet Mom, right? Mom! Visitors! What is happening? I didn't realize he was royalty. A prince personally going on patrols. Not something you see every day. I wonder why we never met him before. He doesn't seem sick. He's certainly not shy. It's a mystery. Anyway, let's head in. Don't want to keep Prince Fogato waiting. Oh nein. Stolen, miserable, torn apart from your friends. How delicious. Lady Vale. Zephia, tell me, what are the Divine Dragon's forces up to? They passed through the Shadowy Moor. It appears they've arrived in Solm. So they did not return to Brodia. They're gathering more rings. Good. Can we go after them, Lady Vale? I'm itching for a rematch. Patience, Marnie. If we wait, we can steal Solm's ring from them along with the others. Oh, smart. I'll be a good girl and wait then. You are a treasure, Marnie. Isn't she just the pride of the Four Hounds? You two really heap on the praise. That's why I love ya. You're such a child. Praise is for chumps. It's much more fun to be punished. Mm-hmm. Worry not, Gris. You will soon have all the agony your heart could want. That's what I like to hear. Ich werde schon Spaß haben, den zu töten. Kannst du bitte nur einen Lebensbalken dafür haben? How would you like to be rewarded? Nothing for me, my lady. You won't even say my name. How cold. That's all right. For now, we wait. We watch. And then. Jetzt hat sie erstmal ein bisschen Spaß mit Marv. Ah, Persönlichkeit. I've been awake for too long. Ich switch auch. I'm asleep. Here are your instructions. Zephia, take charge. As you wish. Gut, gut. Wir treffen wahrscheinlich jetzt die Mutter oder erst in der nächsten Map? Ja, wahrscheinlich jetzt schon, oder? Weil es wäre ein bisschen seltsam, jetzt zurück zum Somnia zurückzukehren, wenn wir kurz vor der Mutter sind. Also. Ich liebe es. Manchmal kommen so lange. Okay, anscheinend nicht. Wir sind einfach jetzt im Somnia und die Mutter, die ignorieren wir erstmal. Mit Gott, ich sehe Pep Teddy. Ja, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Tschüssikowski, wir sind jetzt sehr underlevelt. Das ist so gerade der einzige Nachteil am Spiel, den wir gerade sehr doll haben. Wenn die nächste Map Level 15 vielleicht ist, dann geht's vielleicht noch. Nur Saylin, ja, die ist halt Level 13.
Lass mal gucken, wie wir das Team jetzt aufstellen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und tschüssikowski. Bye, bye.